Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Burgdorf, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Dann soll die Armee kehrt machen! Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wink! Von vor kommt der Beschuss! Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung. Niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Ist das Feiglinge! Verräter, Versager! Was hat er daraus gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Ihr Anzug und Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wir sprechen ein andermal darüber. Ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Bringen Sie mir Fehler!